So, willkommen zurück zu dieser wunderschönen, sternklaren Nacht. Und heute zeige ich euch ein neues Item, was für No Gravity ansteht. Und zwar die Sternenkanone, denn einige haben auch geschrieben, es ist irgendwie ein bisschen dämlich, die Sternensplitter wirklich nur für eine Rüstung zu benutzen und noch irgendwie verschwindetes Potenzial. Und da stimme ich natürlich hundertprozentig zu. Und deshalb habe ich noch diese Sternenkanone hier gemacht. Die ist noch Work in Progress, das heißt, es gibt noch kein Crafting-Rezept. Und außerdem hat sie noch keinen Namen. Und immer noch Attack Damage. Und deshalb... Ja, habe ich jetzt erstmal den ersten Prototypen quasi gemacht. Gebt mir mal ein bisschen Feedback dazu, wie ihr das findet. Es braucht eine Shard pro Benutzung, das heißt, der Schuss muss relativ stark sein. Und das ist ja auch eigentlich, ich schieße dagegen und dann macht's BOM. Was es mit der Textur auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so genau. Das ist irgendwie anscheinend ein Bug, aber den fixe ich wahrscheinlich noch in meinem Resource-Pack. Ja, dann schießt man hier halt so rein, peng, und kann hier so ein bisschen Sachen kaputt machen. Ich weiß nicht, wofür man das gebrauchen könnte, keine Ahnung. Glaube ich noch. Okay, jetzt habe ich alle weg. So, kann auf jeden Fall ziemlich lustig werden. Würde ich vielleicht nicht empfehlen, und auch an alle Leute, die bei dem Projekt mitmachen, auf irgendwelche Häuser zu schießen, weil das wäre nämlich ziemlich gemein. ja, ansonsten, keine Ahnung. Schreibt mir mal Feedback, die Commands sind unten in der Beschreibung. Es gibt nämlich, also ihr müsst jetzt in diesen Mapmaking-Videos immer aufpassen, es gibt unten in der Beschreibung einen Link, der immer... Alle Vanilla-Mods in Anführungsstrichen, beziehungsweise alle Strukturen, die auf diesem Server hier sind, live updated und wo ihr quasi einfach auf den Root-Server, auf diesen Ordner zugreifen könnt und euch diese Structure-Dateien rausholen könnt. Das heißt, ihr könnt euch dann sozusagen einen Structure-Ordner, einen Structure-Block geben und dann sozusagen hier auf Load drücken. Und in dem Fall ist es, glaube ich, No Gravity Items. Und dann drückt ihr auf Load. Genau, und dann drückt ihr doch mal auf Load und dann könnt ihr euch die Command-Blöcke angucken. Und in dem Fall ist dieses Ding hier, soweit ich weiß, nee, Moment mal. Ach, ich muss es noch saven. Hier kommt noch eine neue Linie hin, die habt ihr noch nicht, aber ich muss es noch abspeichern. Und, also Moment, machen das kurz mal live, damit ihr mir das glaubt, wie das dann funktioniert. Das heißt, also ich muss hier nochmal rein, in diese coole Höhle hier, die immer leckt, ich weiß nicht warum. So, dann speichern wir das ganz kurz mal als No-Gravity-Items, so, beziehungsweise so nicht. So, dann so deaktiviert. Moment. So, sonst gibt es nämlich Fehler. So, okay. Und dann können wir sie hier nochmal loaden. Und dann habt ihr sie hier. Peng. Ja, ich glaube, das ist die jetzt, ne? Ja, genau, das ist jetzt hier die Kanone. Und damit könnt ihr dann sozusagen diese Kanone hier machen. Dafür bräuchtet ihr halt nur erstmal die Kanonen, die Sternschnuppen. Die sind auch in den Mod mit drin, das ist das hier. Da spawnen dann um einen herum zu einer bestimmten Tageszeit Sternschnuppen, aber nur wenn ihr im Gameboard 0 seid. Das habe ich deshalb gemacht, damit wenn ich hier auf dem Server bin, nicht die Sternschnuppen bei mir spawnen. Genau. Und dann bekommt ihr dieses Item. Wahlweise könnt ihr euch auch einfach ein Steinschwert geben mit der Abnutzung von 1 und Unbreakable 1b. So. Genau. Und ja, ein anderer Link in der Beschreibung ist noch das Resource Pack hier. Das könnte ich natürlich auch noch geben, wenn ihr Lust habt. Peng, peng. Ich bin hier übrigens 50.000 Blöcke entfernt von dem ganzen Geschehen, was hier normalerweise auf dem Server ist. Das heißt, das hier ist meine, naja, Probier-Area quasi, wo ich mit Command-Blöcken rummachen kann und wo hier auch ein bisschen die Welt zerstört ist. Ja, und sobald No Gravity auch irgendwann mal beendet ist, was nicht der Fall sein wird in den nächsten Monaten, ja, dann könnt ihr dir diese Welt auch downloaden. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr die Strukturen alle und Vanilla Forge und so weiter ist auch noch installiert. Das heißt, ihr könnt euch alles angucken, könnt es auch selber in Vanilla Forge reinpacken. Ansonsten könnt ihr auch einfach die Mod so starten, indem ihr die einfach einen Redstone Clock oder sowas drunter packt. Also quasi, indem ihr ihn aktiviert und den Redstone Block drunter packt. Genau. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Ich wollte nur mal ganz kurz die Frage beantworten, wo man das, wo die Commands sind und so weiter. Könnt ihr euch einfach angucken, ist easy peasy. Ja, und ansonsten, Vanilla Forge Seite kommt auch noch gleich. Gleich, bald. Die ist eigentlich fertig, aber ich will sie noch perfektionieren, ja. Damit sie wunderschön aussieht. Beziehungsweise Yannick muss sie noch perfektionieren. Ich kann das ja nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Tschüss. Ha.